bei dem Rübenschäfer. Danke. Das heißt, du schon gegessen über die Flüchtlinge? Ja, ich bin gerade dabei, so Wahnsinn. Aber, gell? Das waren vorher alles Dschihadisten und Schnorrer. Das ist so Wahnsinn. Naja. Flüchtlinge erhalten bei uns Kostlogie und 40 Euro im Monat. Ich meine, hallo? 40 Euro im Monat? Nicht dabei mal ausgeben. Solltest du viel zu posten? Warum postet man etwas so auf Facebook? Wie Tage. Oh, hallo Miriam. Wer hat das gesagt? Kaffee. Danke. Na, Miriam. Wie geht's dir, Eichhörnchen? Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Eichhörnchen? Du, die Eichhörnchen? Pass auf! Ich bin nicht mehr verbeten. See you. LOL, YOLO, AFK, BRB, see you. Du? Was ist mit dir? Du klingst so komisch. So LOL, YOLO. Ich weiß, was du bist. Du bist ein Radio aus den 60ern. Apps sind heutzutage komplett in Mode. Wie ein Schwachsinn wird schon eigene App entwickelt. Ich meine eine Rasier-App, die natürlich immer Geräusche macht. Nein, ich hab da gesagt, ich komme. Na, eine Stunde. Ja, wie immer am Samstag. Ja, nein. Mach ich. Gut. Okay, bitte. Ja, was ist mit dir? Findest du mir jetzt mal? Ach, Servus. Servus. Okay, gut. Na, schon wieder Samstag, ja? Oder einkaufen gehen kannst du nur am Samstag in der Früh. Da gehst du auch um 7, zack, Wecker. Ja? Warst du schon mal bei mir her? Um 8:30 am Samstag? Nein, tut mir leid, da schlafe ich noch. Was heißt, das ist ein Sport. Das ist wirklich übel. Na, danke, danke. Ja, so kann man es natürlich auswählen. Und? Wie geht's dir sonst so? Die Mama lässt dich grüßen. Ja. Oh, großartig. Wie geht's dir? Was denke ich, ist das Wetter umschwimmt. Ich muss die Ampel auf da gehen. Bitte lass das. Lass das gar nicht, das ist beim Vortrag für später. Ja, was soll das denn machen? Na, aber das Essen ist gut da, oder? Hosen sind wir eigentlich an. Du hast neue Hosen. Ich meine das ernst. Lass mich in Ruhe. Scheiß auf meine Hosen, so halten es wenigstens gescheit. Ein bisschen schauen kannst du doch auf dich, bitte. Das mache ich doch. Alle, was willst du von mir? Ich bin geschnallt, und bürgerlich. Was willst du mehr? Mich nicht genieren müssen. Oh. Meine Damen genieren sich also für mich. Und warum genau? Manchmal. Weil ich mich ab und zu mal anpasse beim Essen und weil mir angeblich meine Hosen zu eng sind. Oder wie sehe ich das? Hm. Das erklärt natürlich auch, warum du fast jeden Tag unangemeldet vor meiner Tür stehst und mir sagst, dass du mir jetzt beim Duschen helfen wirst. Wenn ich Glück habe, rufst du vorher an. Das heißt, aber ich denke mal, es ist schön, sauer zu sein. Ja, da bin ich bei dir. Es ist grandios, sauer zu sein, aber falls es dir entgangen ist, ich habe seit Jahren Helfer, die mich duschen. Und außerdem ist ja vielleicht ansatzweise einmal die Idee gekommen, dass es ein bisschen schräg sein könnte, von der eben besser gesäubert zu werden. Damit sei ich zu empfindlich, das habe ich immer schon gemacht. Ja. Genau, da ist das Problem, du hast das immer schon gemacht. Ihr alle habt das immer schon gemacht und ich habe es immer schon komplett unangebracht und daneben gefunden. Aber ihr habt es mir immer wieder reingesetzt in dieses verdammt heiße Wasser. Und ich war umgeben von einem Nebel. Ich habe mich nichts erzählen lassen, außer eure Umrisse, weil ihr alle wie aufgefädelt um mich herum aufgeheilt worden sind. Ich geputzt habe für einen Küchenkasten. Ich habe einmal gesagt, dass ich das nicht will, ein zweites Mal. Dass ich mir ein bisschen eine Privatsphäre gönnen soll, jetzt beim dritten, vierten, gefühlten 500. Mal haben sie dann geschrien, getobt und gewütet, so lange, bis ich irgendwoher einen nassen Waschlappen fliegen gesehen habe. Deinen nassen Waschlappen übrigens. Und dann war ich ruhig, weil ich mir damit gerechnet habe. Und Madame hat auch noch Applaus bekommen. Weil sie die Einzige war,
die mich zum Schweigen bringen können. Aber glaubst du, dass es einfach war, einen behinderten Bruder zu haben? Auf den du jeden Tag Rücksicht nehmen musst? Und jeden Tag hörst, gib nach, sei stark, du bist die Ältere, schau, sei vernünftig, als ja vor. Keiner hat nie je vor, bis mir geht. Wie mein Taubo. Ich mich fühle. Ich fühle mich fast auch ganz wohl schlecht. Immer der Bremse zu sein, immer derjenige, der normales Familienleben unmöglich macht. Also, wie braucht er? Jeder, der mal wollen hat. Was heißt überhaupt normales Familienleben? Wir haben doch nie ein normales Familienleben gehabt. Ich kann mich noch erinnern, als es gestern gewesen wäre, dieser eine Nachmittag, wo die Tante Mietzi mit der Mama beim Kaffee sitzt, beim Kaffee trinken sitzt und ich am Tisch daneben. Ich weiß ja, dass mir etwas braucht. Sagt doch tatsächlich zur Mama, also, ich weiß ja gar nicht, warum der Herrgott das anderen hat. Also, er kriegt dann das Essen nicht und ich glaub. Ich sitze daneben, für das. Ja, ich hätte nicht einmal was sagen können, wenn ich wollen hätte. Ich meine, wie viel Flüssigkeit und wie der Elf muss eigentlich sein, der hätte doch zumindest warten können, bis ich weg bin. Wie geht's hier? Ah, David, das musst du verstehen. Da waren viele überfordert mit der Situation. Ah ja, viele waren überfordert mit der Situation. Und ich nicht, oder wie? Für mich war alles leibend und ewig gebaute Scheiße. Was soll das war? Warum musste schon wieder ich alle verstehen? Ich möchte zurückstecken. Ja, stimmt. Irgendwann habe ich dann aufgehört, was zu sagen, aber nicht, weil ich es verstanden oder akzeptiert oder angenommen hätte, sondern einfach nur, was da wohl drehen will, die Spannung steigt. Ein bisschen Spaß, Spannung mit der Schokolade. So, Lascha. Und. Was zum Zusammenbauen. Ja, jetzt kannst du beweisen, was du brauchst. Was ja? Das ist. Was wollte ich jetzt? Du sag! Was wollte ich jetzt? So wie du ausschaust, würde ich baden gehen. Wie jeden Samstag. Du könntest recht haben, ja. Aber. Dann wird die Welt ein besserer Platz. Aber nur dann. So ist das wohl. Na, David. Bock was? Nein. Die Zeit ist ja verflogen, schneller als sonst. Ja. Aber wurscht. Jetzt ist auf jeden Fall Zeit. Was geht? Echt. Wegen der Ruhe. Die Ruhe. Stimmt, Ruhe tut gut. Beruhigung auch. Morgen dann.